Ja, herzlich willkommen zum nächsten Vortrag. Der Referent von vorhin macht jetzt direkt auch noch den nächsten Vortrag. Es wird um den Iridium-Browser gehen und da haben wir einmal einen Referenten hier. Andreas Röster ist jetzt nochmal dran. Aber wir haben auch noch eine Live-Schalte zu einem zweiten Referenten. Michael Kromer wird uns denn hoffentlich, wenn der Hotspot uns gnädig ist, noch zugeschaltet. Von daher viel Spaß bei deinem Vortrag. Dankeschön. Das ist der High-Quality-Hotspot. Der wird uns gnädig sein, hoffe ich mal. Ja, wir sprechen über Iridium und Iridium gibt Privatsphäre. Das P und das Ä, denen war die Privatsphäre zu wichtig, die wollten sich hier offiziell nicht zeigen. Ich verstehe nicht, warum immer wieder zwei Buchstaben in meinen Überschriften verschwinden, aber irgendwie ist das System und irgendwas steckt dahinter. Privatsphäre ist natürlich das Wort, was genau dort stehen sollte. Diejenigen von Ihnen, die jetzt den Iridium-Browser noch nicht kennen, wundern sich vielleicht, wieso gibt Iridium ist normal. Wieso gibt Iridium Privatsphäre? Iridium gibt natürlich die. Das ist mein Kollege, der sich jetzt gerade wieder einwählt. So, Moment. Schwupp. So, Iridium gibt natürlich Privatsphäre. Oder gibt natürlich nicht Privatsphäre, nur weil es radioaktiv ist. Ja, also weil man dann ein bisschen mehr Abstand hält. Da steckt ein bisschen mehr dahinter. Aber bevor wir genau ins Thema einsteigen, was der Iridium-Browser ist, gucken wir uns erstmal an, was ist überhaupt Iridium? Und das hat nämlich alles ein kleines bisschen schon Sinn und Zweck, warum wir Iridium da als Name gewählt haben. Iridium ist das 77. Element im Periodensystem der Elemente. Sind Chemiker anwesend? Ja. Wer, wo? Ja? Wollen wir Sie ein bisschen was erzählen über Iridium? Was macht Iridium aus? Schon so lange, ja. Ja, tatsächlich, okay, gut. Also ich habe das auf Wikipedia alles mühsamst nachrecherchiert. Das Zeug ist schwer, es ist hart, vielleicht sogar ein kleines bisschen spröde, aber schwer und hart. Deswegen ist es auch extrem korrosionsbeständig, sagt man. Und weil es so korrosionsbeständig ist, wird es dafür eingesetzt, dass es zum Eichen genutzt wird. Ja, für das Urkilogramm zum Beispiel oder der Urmeter. Also das sind Sachen, die werden aus Iridium hergestellt. Das wäre halt doof, wenn bei 30 Grad, das sollte nicht passieren, ne? Egal. Wenn bei 30 Grad der Meter einfach so 5 cm länger wäre, ja, dann könnte man halt relativ wenig eichen. Und altgriechisch bedeutet Iridium so viel wie regenbogenartig. Nachdem ich das gelesen hatte, wusste ich auch noch, warum das so war. Ich habe mir das jetzt nicht notiert, ich habe das vergessen, aber es ist jedenfalls so. Ganz zum Schluss kommen wir darauf nochmal zurück. Aber es geht jetzt nicht um Chemie, es geht auch um Wolken, Clouds, kennen Sie vielleicht. Aber tatsächlich brauchen Sie sich jetzt nicht wundern, Chemie, Meteorologie, Sie sind hier schon im Kids, Sie sind schon auf den Linux-Tagen, das geht schon um IT, das geht schon um uns, die wir uns halt hinter so einem Rechner klemmen und freuen, dass Dinge funktionieren. Das Thema Wolken. Es geht natürlich nicht um irgendeine meteorologische Effektwolke, sondern es geht um Cloud Computing, die fortschreitende Digitalisierung. Digitalisierung, die halt überall stattfindet. Es geht um den Fortschritt mit intuitiv bedienbaren Geräten, die man... Geräte, die man überall findet, Geräte, die man auch gern mal in der Hand hält, wo auch entsprechende Browser drauf installiert und eingerichtet sind. Cloud ist ein allumfassender Begriff. Ich hatte in meinem vorherigen Vortrag gerade schon kurz mit ein bisschen drauf angesprochen. Der Bitkom, Sie kennen das vielleicht, das ist der Branchenverband, der die komplette IT-Branche vertritt oder der Meinung ist, das zu tun. Der Bitkom hat eine grundlegende Aufgabe. Die grundlegende Aufgabe ist einmal im Jahr der Kanzlerin zu erklären, dass die Cloud ungebremst wächst. Und dafür hat der Bitkom so schöne vorbereitete Grafiken, wo das mal deutlicher, mal weniger deutlich dargestellt ist. Man sieht auf jeden Fall, Cloud hat eine immense Bedeutung. Applikationen, die aus der Cloud kommen. Das heißt, Sie machen einen Internetbrowser auf und über den Internetbrowser geben Sie all Ihre Daten halt in die Cloud ein. Und dann haben Sie die einfach überall verfügbar. Das ist Wahnsinn, das ist toll. Das wollen wir alle haben, weil es so einfach ist. Ich habe mich gerade auch schon geoutet, also ich habe hier so ein Fitbit-Armband. Ja. Also ich bin auch so ein Mensch, der das macht. Also ich lasse auch die Cloud wissen, wie mein Puls ist. Vielleicht ist der Puls irgendwann mal zu hoch und die schalten mich dann über die Cloud ab, aber noch ist das nicht passiert. Neben dem Bitkom gibt es noch einen zweiten Verband, das ist die Open Source Business Alliance. Da interessiert mich mal, wer von Ihnen kennt die?
2. Dann erkläre ich den Rest mal, was das ist. Ja, die Open Source Business Alliance ist auch ein Verband oder ein Verein, der die IT vertritt, aber wie Sie im Namen schon sehen, die Open Source IT-Industrie. Das heißt, diejenigen Softwarehersteller oder Unternehmen, die halt etwas mit Open Source Software tun. Und in der OSB Alliance, dort sind auch wir als Copano organisiert. In der OSB Alliance machen wir auch jährlich Umfragen und informieren uns bei unseren Mitgliedern und auch bei Leuten, die nicht unsere Mitglieder sind, darüber, was denn so die aktuellen Trends sind, was man so aktuell als Trend wahrnimmt. Und Sie sehen vielleicht, hier steht Cloud Computing. Ja, und da gibt es halt auch schon einen bedeutenden Ausschlag. Also auch wir messen das, dass Cloud Computing ein wichtiger Trend ist. Also auch unsere Leute sind der Meinung, das ist wichtig, da muss also wirklich was dran sein. Wir haben noch eine weiterführende Frage dazu in unserer letzten Umfrage gestellt. Das war nämlich die Frage, wo man die meisten Diskussionen erwartet in Zukunft in Unternehmen. Und da gibt es zwei ganz wichtige Punkte. Den ersten Punkt ist, das ist natürlich das, was ich Ihnen schon sagte, immer mehr Dienste werden aus der Cloud bezogen werden. Und es wird immer stärkere Diskussionen über die Datenhoheit geben. Das ist natürlich so ein Kompromiss, den man immer eingeht. Also wenn man eine Lösung aus einer Cloud bezieht, dann hat man diese Lösung einfach im Zugriff über seinen Browser. Aber was ist mit den Daten? Wem gehören die Daten? Das ist gar nicht unbedingt das, was wir jetzt diskutieren wollen, sondern ich möchte einfach nur auf die Verknüpfbarkeit von Daten heraus. Viele verschiedene Cloud-Lösungen, wo viele verschiedene Daten hinfließen, Daten, die halt zu einem großen Bild verknüpft werden können und über dieses große Bild dann doch sehr viel über den Anwender an genau diesem Browser erzählen. Jetzt keine Sorge, wir brauchen jetzt keinen Exorzisten rufen, also wir werden das jetzt nicht das Böse austreiben. Das ist einfach nur ein Fakt, was ich Ihnen gerade dargelegt habe. Die Daten wandern in die Cloud und die Daten sind da. Und diese Daten werden ausgewertet. Das ist das Thema Big Data, was Sie immer einmal jährlich auf der CeBIT, wird das ja immer wieder aufgewärmt, wie wichtig Big Data ist, wird auch dort immer wieder ausgewertet, dass man damit jetzt noch Tolles machen kann. Und wir freuen uns alle immer drüber, wir finden das immer alles ganz toll, was man mit Big Data machen kann. Und tatsächlich werden wir damit zur eigentlichen Ware als Menschen, weil wir nämlich einfach die Daten für unser Profil liefern, was halt über Big Data dann angelegt wird. Jetzt gibt es Unternehmen, ich habe hier mal 4 Beispiele aufgemalt. Unternehmen, die damit an den Start gehen, dass sie sagen, wir bieten Open-Source-Lösungen an, die können in einer Cloud laufen, die können aber auch on-premise laufen. Und wir versprechen, dass wir als Unternehmen kein Interesse an den Daten der Kunden haben. Wir sind Open-Source, man kann das nachprüfen. Da steckt nichts drin, was Daten zum Auswerten weiterleitet. Es gibt eine Vielzahl von Anwendern, die finden diese Lösungen toll, die setzen die jeden Tag ein. Also ich vermute mal, dass auch hier im Raum mehr als 50% OwnCloud-Anwender sitzen werden, oder? Oder NextCloud-Anwender oder irgendwas, was halt in diese Richtung geht. Und jetzt ist der Punkt, dass Sie sich sagen, wir möchten unsere Daten nicht bei Dropbox liegen haben. Wir möchten halt nicht, dass die bei Dropbox ein Profil über uns erstellen. Wir möchten, dass das einfach, also wir möchten das unter Kontrolle haben. Das ist ein wichtiger Punkt für uns. Dann also richten Sie sich so ein OwnCloud ein, betreiben so ein OwnCloud. Und danach dann begehen Sie einen Fauxpas und in diesem Fauxpas öffnen Sie dann den Google Chrome Browser und rufen in dem Google Chrome Browser Ihre OwnCloud auf. Ja, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Alle 3 bis 4 Buchstaben, die Sie oben in diese Zeile eingeben, die werden einmal an die Google Cloud geschickt, damit der Browser nämlich für Sie viel bessere Vorschläge erarbeiten kann, wonach Sie gerade suchen. Jetzt mag man sagen, okay, das ist jetzt Google, deswegen benutze ich auch nicht Chrome, deswegen nehme ich auch was anderes. Aber aus verlässlicher Quelle kann ich Ihnen sagen, alle Browser telefonieren irgendwie nach Hause, sogar der Firefox. Der Firefox vielleicht nicht unbedingt, um Profile anzulegen, aber nach Hause telefoniert wird immer. Wir sind aber der Meinung, dass man ein vertrauensvolles System braucht, mit dem man auf seine Cloud- oder auch Nicht-Cloud-Anwendungen zugreift, damit man den Browser selbst nicht zu dem Element werden lässt, worüber man letztendlich dennoch ein Profil über sich anlegen lässt. Und genau das ist das Thema des Vortrages.
Das ist der besagte Iridium-Browser. Und jetzt werde ich mal kurz schauen, ob die weitführende Technik hier funktioniert. Mike, bist du da? Ich bin da, hörst du mich? Ich höre dich. Ich habe dich jetzt auch hier auf den Beamer gelegt, also zumindest virtuell. Kannst du die Präsentation aufrufen? Ich habe sie schon hochgeladen. Ja, aber aufgerufen hast du nicht. Nee? Ich vorschlage, eine neue Verbindung machen, wenn wir sind. Gut, okay. Ich rufe dich an. Danke. Wir machen das Ganze, das ist diese Speed-Lösung übrigens, die Sie gerade gesehen haben, ja. Also das Gute ist, niemand zeichnet auf, dass das gerade nicht funktioniert. Jetzt sehen Sie meinen Kollegen auch. Und jetzt mache ich mal Folgendes. Mike, du kannst mal die Präsentation hochladen und ich drehe hier mal mein Notebook um. Dann siehst du auch, vor wem du präsentierst. So. Hallo. Ist die Präsentation jetzt sichtbar? Jawohl. Perfekt. Also, dann lege ich mal los, einfach mal in die technischen Hintergründe zwischen oder von der Region klar zu kritisieren. Erstmal ein bisschen noch Software. Die Anforderungen, die für die Region-Browser für uns einfach jemand, dass wir drei Kernpunkte einfach auf kritisieren wollen. Vor allem die Transparenz. Es gab, wer das vielleicht ein bisschen verfolgt hat, gerade was Artikel der Browser angeht, gab immer wieder so Projekte. Ein Adware Iron ist ein Beispiel. Adware Iron hatte allerdings war auch ein Chromium-Port. Die Problematik dazu war jedoch, dass niemals der Source Code offengelegt wurde, was natürlich extrem schwierig ist, dann auch wirklich nachzuvollziehen, ob es auch tatsächlich nicht irgendwie doch nach Hause telefoniert. Klar kann man das über das Netzwerk testen, aber das ist, auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit auch auf ganz vielen anderen Wegen nach Hause zu telefonieren. Deswegen war dieser Kernpunkt nicht gegeben. Die Privatsphäre, ganz, ganz klar im Vordergrund. Es geht darum, dass ein User auch die Kontrolle darüber haben wollte, was er denn auch hier an Informationen übermittelt. Mit dem aktuellen Chrome oder eben auch, wie es Andreas gesagt hatte, ist es mit aktuellen Browsern nicht wirklich kontrollierbar. Es gibt sicherlich einige Features, die man ausstellen kann, aber ganz auf Null setzen ist de facto nach momentanem Stand der Browser nicht möglich. Und das führt automatisch zur Kontrolle. Bevor wir Iridium als Projekt gestartet haben, haben wir natürlich gedacht, eben, was gibt es für andere Browser? Gibt es vielleicht irgendjemanden, der es eigentlich schon gemacht hatte, weil wir selbst auf der Suche danach waren? Leider haben wir festgestellt, dass es nicht ein einziges Projekt dazu gab, was wir etwas schade fanden. Es gab kein einziges anderes Projekt, was alle drei Punkte für uns erfüllt hatte. Ne? Server Iron hat es laut Kommunikation gesagt, dass es das erfüllen würde, was die Privatsphäre angeht, aber die Transparenz war schlichtweg nicht gegeben. Uns war wichtig, diese drei Kernpunkte zu erfüllen. Hierzu gleich mal einleitend, iridiumbrowser.de, das ist die Standardseite für Iridium Browser. Hier kann man sich über alles informieren, von Development, wie man es runterladen kann. Da ist alles dahinter, also das ist einfach mal als wichtiger Punkt. Da findet ihr alles, was wir brauchen bezüglich den Iridium Browser. Und hier analog mal zu sagen, wir wollten halt nicht das Rad eben neu erfinden, so wie vorhin gesagt. Wollten wir erstmal sehen, welcher Browser ist ein wirklich Solid Browser. Welcher Browser würde es wirklich nach unserer Überzeugung nach auch wirklich Sinn machen, darauf zu basieren? Und Chrome ist de facto ja, die Nummer 1 auf dem Markt. Technologisch begründet, das ist wahnsinnig spitzen JavaScript Engine, die für nicht nur viele Frontend-Browser verwendet werden, sondern auch für viele Backend-Rendering-Jobs verwendet werden, von verschiedenen Frameworks, Selenium als Beispiel. Es ist einfach eine solide Codebase, eine sehr große Codebase, aber sie ist auch wirklich, sie entwickelt sich sehr schnell und was noch wichtiger ist, kein Browser hält sich wirklich an alle Standards, muss man leider sagen, aber zwei Browser gibt es, die sich wirklich an die Standards am meisten halten, und das ist Chrome und Firefox.
eine mal mehr, der andere mal weniger. Ein Beispiel, was ich hier heranführen kann, ist WebRTC. WebRTC ist mittlerweile ein offizieller Standard, der auch mittlerweile komplett abgesegnet ist von der W3C. Hier kommt aber noch der Faktor hinzu, dass Google ganz stark überhaupt WebRTC miterfunden hat, also die Spezifikation mit ausgearbeitet hat. Und das ist natürlich auch direkt in Chromium aufgegangen. Jetzt aber der Schwenk zu Iridium. Was machen wir besser? Man muss ein paar Dinge mal herauskristallisieren. Chrome hat zwei wichtige Bereiche, wo sie den Fokus draufsetzen. Das eine habe ich bereits erwähnt, die Geschwindigkeit. Und das andere ist auch der User Experience. Sicherheit ist sicherlich nicht an erster Priorität, man kann sagen auf zweiter Priorität, also es ist nicht so, dass sie die Security ganz so gänzlich ignorieren. Ganz im Gegenteil, wenn irgendwo ein CVE aufkommt, ist Google sehr bemüht, wirklich schnellstmöglich auch einen Fix zu liefern. Aber man merkt zum Beispiel, wenn man eine WebRTC-Sitzung macht, dann ist das eine verschlüsselte Sitzung. Das heißt, jetzt, wie wir gerade kommunizieren, ist 100% wirklich verschlüsselt. Und es ist nicht nur verschlüsselt mit einem 1024-Bit RSA-Key, sondern mit einem 2048-Bit-Key. Hinzu kommt noch, dass ich garantieren kann, dass diese Session jetzt hier vom Verschlüsselungsschlüssel her nicht noch einmal verwendet worden ist. In einem Standard Chrome wird bei einer Erstellung einer WebRTC-Sitzung ein Key generiert und der wird für einen Monat lang gecached. Das ist natürlich kryptografie-affine Zuschauer möchten das vielleicht verstehen. Man kann zwar Schlüssel grundsätzlich wiederverwerten, es hindert aber oder es bietet einen viel größeren Angriffsvektor. Je mehr Daten man hat, die in einem verschlüsselten Vektor sind, desto mehr kann man auch, und vor allem mit einem schwachen Schlüssel, Einfallstore finden, um diese Schlüssel auch auszuhebeln. Und mit Geheimdiensten allgemein, die es heute in der Welt gibt, mit ihren ganz schwachen Kapazitäten, jetzt sind 1024 Schlüssel auch potenziell nicht mehr 100% sicher. Deswegen Iridium 2048-Bit, absoluter Standard, weil WebRTC-Keys werden jedes Mal bei jeder Verbindungsinitierung neu erstellt. Suchmaschine haben wir default gestellt, den Quant. Ist wirklich also erstaunlich gute Suchmaschine mit Sitz in der Schweiz, die wirklich die Privatsphäre respektiert. Wir haben das auch haben also nicht einfach leichtfertig gesagt, wir gehen jetzt dahin und sind glücklich. Es ist eine gute Suchmaschine und wir sind der Überzeugung, dass es einfach am besten als Default-Suchmaschine zu Iridium passt, weil eben diese Privatsphäre respektiert wird. Und nebenbei die Suchergebnisse, zugegebenermaßen, sie sind nicht von der gleichen Qualität wie Google, aber sie sind schon sehr gut. Also jetzt andere Suchmaschinen wie Bing und so weiter können sich selbst da noch, meines Erachtens, das ist natürlich ein subjektives Empfinden, wirklich was abschneiden. Die Google Services sind per Default aktiviert und davon gibt es einen Haufen. Ich werde nachher gleich noch ein bisschen was zeigen. DNS-Vorhersage. Das ist ein bisschen ein Feature, man nennt das DNS-Prefetching. Es hängt ein bisschen auch mit diesem Forecasting zusammen. Also auch wenn man, also das bedeutet, wenn man schon irgendwelche URLs zum Beispiel eingibt, bevor man noch überhaupt Enter gedrückt hat, schon einen DNS-Probe abgeschickt. Und es ist natürlich, wenn man zum Beispiel auch Internet-Domains anspricht, nicht unbedingt etwas, was man nach draußen kommunizieren möchte. Gerade in sicherheitssensitiven Bereichen. Hatten wir dann standardmäßig beim Werken gelöscht, beziehungsweise sie werden gar nicht erst gespeichert. Also sowas wie die History etc., es wird halt nicht wirklich gespeichert permanent. Natürlich kann man das auch umkonfigurieren, aber wir reden hier von den Standards. Ja, also das ist wirklich. Hier ist die Default auf Standard ausgerichtet. Dann auch noch, es gibt eine offizielle W3C-Spezifikation, dieses Do Not Track Cookie Header. Das, man muss dem gar nicht folgen, aber Sites, die es folgen möchten, tun es standardmäßig mit Iridium. Dieser Link bit.ly diff Iridium zeigt relativ ganz klar, also ist relativ ganz klar, was wirklich Unterschied zwischen Chrome und Iridium ist. Und noch detaillierter geht es, wenn man sich einfach mal den Diff ansieht. Das ist ungefähr so eineinhalb Seiten Diff an Commit, die man da hat. Das ist jetzt die aktuellste 51.1 Release. Wir arbeiten gerade an der 53, zur Zukunft komme ich später. Wir haben im Browser, das ist ziemlich jede Plattform zur Verfügung, die es so gibt.
Wir haben noch ein bisschen Optimierungspotenzial. Beispiel, wir arbeiten Mike, gerade intensiv Mike? Daran, dass die Debian und Ubuntu-Pakete reinkommen. Mike, hörst du mich? Hörst du mich? Ja. Warte mal ganz kurz. Wer von Ihnen kann mit Git und mit so einem Diff nichts anfangen? Können Sie alle? Gut. Wollte ich nur sicherstellen, nicht, dass wir über irgendwas reden und dann am Ende... Kannst beide machen. Es kann jeder was damit anfangen? Ja. Okay, also letztendlich, was wir hier machen ist, sehr kurz zu fassen, wir nehmen die Chromium Upstream Sourcen und veredeln die. Also das heißt, wir haben hier verschiedenste Commits, ich weiß nicht, ob Sie es sehen können, wir haben zum Beispiel sowas wie Safe Browsing. Es gibt verschiedene Safe Browsing Tags, die man die im Code einfach hinterlegt hat. Und hier wird zum Beispiel darauf geachtet, dass auch im Safe Browsing Mode Cookies nicht übermittelt werden. Wir fanden es schon sehr erstaunlich, dass wir Privacy Mode überhaupt noch dies mit überträgt. Ganz wichtig, jeden Commit, den Sie hier sehen, können Sie auch anklicken. Sehen Sie auch wirklich eine Erklärung dazu, warum wir so verteilen. Also wir haben viele Dinge nicht leichtfertig genommen. Manche sind auch wirklich Grauzone, wo man einfach sagt, naja, macht Sinn, aber so in der Form macht es nicht Sinn. Safe Browsing, da gibt es auch eine Datenbank dazu. Als Beispiel, wenn wir auf einer Seite kommen, die kompromittiert ist. Und Google weiß es dann letztendlich, weil viele User das zurückreportet haben, dass da zum Beispiel Malware liegt. Dann gibt es diese Safe Browsing Datenbank. Das Problem ist natürlich, wenn jede URL gegen die Safe Browsing Datenbank geprüft wird, dann steht das nicht unbedingt, also dann ist trotzdem jede URL bei Google gelandet und dementsprechend, wie soll ich sagen, die Idee ist gut, aber es ist auch trotz alledem immer noch eine Datenkrake. Wie wir das gelöst haben, ist, dass wir letztendlich diese Datenbank für uns mirror, also die liegt auf iridiumbrowser.de und diese gemirrorte Datenbank wird immer wieder synchron gehalten. Das heißt, da ist kein Logging drauf, kein gar nichts. Es ist wirklich nur ein Spiegel für uns. Und die Requests, die da kommen, die funktionieren. Aber wir haben dafür Sorge getragen, dass dieses Ding wirklich so isoliert ist wie nur möglich. Also das ist, das hat bei uns, sage ich mal, den höchsten Sicherheitsaspekt. Ist auch wirklich nur Read-Only zur Verfügung und so weiter und so fort. Also da haben wir einige Arbeit uns geleistet. Also das ist so ein Grauzone-Gebiet. Es gibt dann andere Commits, die man hier unten sieht, die Prefs, wo man gewisse Preferences, die Google auch erlaubt, einzustellen, die aber unserer Meinung nach wirklich blatt sind in einer Standardeinstellung. Also einfach mal, wenn es interessiert, technischer Natur, einfach mal drüber gucken. Es gibt auch ein paar Changes, wie zum Beispiel die EV-Zertifikate. Ganz wichtig vielleicht, die EV, das sind die sogenannten Extended Validation-Zertifikate. Wenn wir also auf der Bankseite zum Beispiel gehen, steht da ganz toll oben das grüne Schloss plus der jeweilige Firmenname dazu. Es soll dem User mehr Sicherheit suggerieren. Realität allerdings nur, dass die EV-Zertifikate auch teilweise, wie soll ich sagen, abused werden und sie liefern nicht ein Bit mehr Sicherheit. Sie sollen dem User Sicherheit suggerieren und tun wir auch, aber bringen effektiv tut es gar nicht. Deswegen haben wir dafür gesorgt, dass die EV-Zertifikate nicht speziell behandelt werden, sondern dass sie einfach ganz normal wie jedes andere sichere SSL-Zertifikate betrachtet werden. Ja, der Aufwand ist nicht unerheblich. Der Aufwand besteht darin, dass wir halt das ganze Porting machen müssen, also letztendlich das Rebasing. Jedes Mal, wenn ein Release. Ich höre mich jetzt doppelt, das ist vorher nicht klar. Hier ist alles gut, wir hören dich nur einmal. Okay, gut. Das Rebasing, also natürlich Chromium ist ein riesengroßes Projekt und es entwickelt sich auch sehr schnell. Und natürlich ist es so, dass man Patches auch mit einem sogenannten Delta, also ein bisschen angepasst, ableihen kann. Das funktioniert aber nicht immer. Das bedeutet, jedes Mal, wenn ein Release rauskommt, wollen wir natürlich sicherstellen, dass die Patches, die wir hier pflegen, auch immer auf die neue Version angepasst werden und funktionieren und auch immer noch ihre Wirkung nicht verlieren. Dann haben wir für den Iridium immense Build-Systeme aufgebaut, also wirklich immens, nur so als Idee, wenn Sie einen Standard-Laptop nehmen und da einfach mal Compile drauf laufen lassen, dann kann es guten Tag dauern, bis das Ganze durch ist. Bei uns braucht ein Build mittlerweile Gott sei Dank so zwischen 2 und 4 Stunden. Es ist, also je nach Plattform, gerade die Macs sind leider etwas langsamer, weil native Macs sind nicht unbedingt die schnellsten leider.
Genau, also wie gesagt, Windows, Mac, Linux, das sind die beiden Plattformen, die wir generell unterstützen, für die kriegen wir das auch. Jetzt ist auch natürlich ein Aufwand, dass man auch dafür sorgt, dass die Patches, die wir da releasen, dass die auch auf allen drei Plattformen ihre Wirkung entfalten. Hinzu kommt natürlich noch das Packaging, das heißt gerade auf Linux ist es ein bisschen aufwendiger und auf Windows ist es ein bisschen aufwendiger. Für Windows pflegen wir einen kompletten Advanced Installer Packet. Wir bilden also wirklich native MSIs. Und diese nativen MSIs lassen sich auch durch alle möglichen Softwareverteilungen für Windows verteilen. Für Linux viel interessanter, wir bilden native RPMs und DPKGs. Bei den DPKGs sind momentan gegebenermaßen auch ein bisschen Arbeit. Wir nehmen gerne Hilfe entgegen, was das angeht. Wie gerade geschildert, es ist ein riesiges Projekt und wir geben uns redliche Mühe, so schnell wie möglich zu sein, aber ja, man darf es nicht unterschätzen. Zusätzlich kommen noch die ganzen Tests, die wir machen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir einen neuen Rebase haben, dann sorgen wir dafür, dass halt die Privacy immer noch gewährleistet ist. Also wirklich auch nicht nach Hause telefoniert wird. Das ist alles, ja, kein kleines Projekt mehr. Am Anfang sind wir da relativ, offen ehrlich gesagt, relativ naiv an die Sache rangegangen. So, how hard can it be? Und ja, hard war es in der Tat jetzt nicht, aber es auch das Pflegen, dass immer wieder recurring releases up to date sollten, das ist nicht normal. Genau, das ist das, was, wo wir denken einfach, das ist, was die Leute auch wirklich wollen. Gerade wenn man jetzt im öffentlichen Bereich oder im sicherheitskritischen Bereich unterwegs ist, kommt man nach unserer Übertragung nach und nimmt die Iridium nicht wirklich herum. Andere Alternativen haben einfach immer irgendwo eine der drei, die vorher erwähnt worden sind. Diese drei Grundeigenschaften, fehlt vielleicht die Transparenz oder fehlt einfach diese Grundmotivation auch nicht nach Hause zu telefonieren, fehlt da einfach. Und ja, wir sind da eigentlich sehr stolz auf das Ergebnis. Ganz wichtig hier noch, die USBA ist hier von diesem Projekt auch der Träger. In der USBA gibt es verschiedenste Firmen, die hier auch mithelfen. Da muss ich auch ein großes Danke sagen. Es ist wirklich viel Arbeit hier und die USBA ist wirklich auch bemüht, mit ihren Mitgliedern auch immer wieder aufzuhelfen. Es gibt jeden Freitag, wer interessiert, das auch ein Meeting, ein reguläres, wo wir einfach über die, was ist passiert, was wollen wir machen, wo geht es hin, was ist das nächste Release, welche Aufwände haben wir noch, wie steht es bei dem Bildsystem, also es ist einfach ein Standard-Meeting, was wir immer wieder haben, um einfach Zeuge zu tragen, dass das Ganze einfach reibungslos auch abläuft. Und es ist schwer, ne? Also wie ich vorhin gesagt habe, es gibt immer wieder so Grauzonen, wo wir einfach eine Entscheidung treffen. Eine weitere Grauzone, die ich vielleicht noch erwähne, auch wenn es falsches Slide ist, Flash. Flash ist einfach ein potenzielles Sicherheitsrisiko, das weiß man. Wir haben uns explizit dagegen entschieden, Flash zu unterstützen. Es gab ein paar, die gesagt haben, aber man braucht ja doch immer wieder mal Flash. Ein prominentes Beispiel ist die Firmware-Kontrolle, also der Postgres Web Client, der kennt, wenn man so eine Virtualisierungsumgebung hat. Die ist halt nun mal auf Flash basierend. Es gibt auch sicherlich noch die eine oder andere Lösung. Aber wie gesagt, wir können nicht einerseits Sicherheit predigen und auf der anderen Seite dann ein Einsatzfall wie Flash ermöglichen. Es gibt die Möglichkeit, vielleicht mal als letztes, wer es unbedingt haben will, kann es sich dahin stellen, mit ein bisschen Aufwand. Also wer wirklich sagt, ich brauche es, ich kann darauf nicht verzichten, kann das gerne tun. Aber wir als Trace Iridium Browser haben uns dagegen entschieden, es standardmäßig zu erlauben, runter zu linken und so weiter. Genau, nochmal zum Iridium. Schwer, hart, aber auch blöde. Ich glaube, ich nütze diesen Slide einfach, um an meinen Kollegen Andreas rüberzugeben. Er kann das viel besser als ich. Deswegen meine Frage, technische Fragen. Die Fragen können wir ja vielleicht gleich im Anschluss machen. Das heißt, ich renne nochmal schnell über die letzten beiden Slides drüber. Okay, dann haltet ihr irgendwie nicht an, oder? Ja. Ah, das war zu weit. Schwupp. Dann fangen wir doch mal neu an. So, das war der Punkt, an dem ich übergeben hatte. Ja, die Lessons learned, ja, also was wir versucht haben, ihnen zu vermitteln,
Sie sind nicht dazu gezwungen, in den Kaktus zu beißen. Ja, Sie können das natürlich tun, indem Sie mit dem Chrome-Browser arbeiten. Aber es gibt auch Systeme, die sich halt um Ihre Privatsphäre scheren, die sich darum kümmern. Der Iridium-Browser ist so ein System, was sich bemüht, Ihnen halt Ihre Privatsphäre wirklich wiederzugeben und das Ganze unter Ihre, also Ihnen unter Ihre Kontrolle zu geben. Open Source heißt auch, dass es gewisse Grenzen gibt. Das sollte man auch nicht vergessen. Reißt Grenzen ein, Entschuldigung, genau so rum ist es richtig rum. Wir können dadurch, dass der Chromium-Browser ein Open-Source-Projekt ist, nur dadurch können wir überhaupt nur so eine Übung starten. Ja, und also, falls Sie das jetzt gerade nicht so richtig rausgehört haben, möchte ich das wirklich nochmal wiederholen. Weil das ist die Besonderheit an diesem Projekt. Der Chromium-Browser ist das Open-Source-Projekt des Chrome-Browsers von Google. Und die aktuellen Sourcen der aktuellen Chromium-Version jeweils, die sind die Grundlage des Iridium-Browsers. Das heißt, der Iridium-Browser setzt immer auf die aktuellste Chromium-Version auf. Und das, was mein Kollege in diesem Git gezeigt hat, das ist so ein Patch-Set. Ja, das sind einfach Änderungen, die wir an der Stelle nachpflegen. Und das, was wir damit tun wollen, ist, uns geht es darum, Gutes noch besser zu machen. Das ist die Folie, die Sie gerade schon mal ganz kurz gesehen haben. Nochmal der chemische Weg zurück. Ja. Iridium ist schwer und hart. Da steckt eine ganze Menge Leistung drin. Ja, so das ist in diesem Browser, also allein nur aufgrund der Chromium-Funktionalität, kann man damit wirklich sehr viel, wenn nicht sogar alles machen. Und wir ergänzen das Ganze noch. Korrosionsbeständig, kurz die Marketingbrille aufgesetzt, ja. Immun gegen die Datensammler, ja. Also da rostet nichts durch. Ja. Also das bleibt halt wirklich, der Meter bleibt genauso lang, wie er auch ursprünglich ist. Und das regenbogenartig, an der Stelle passt es nochmal, das nimmt einfach alle Farben des Internets an. Also wenn das mal keine schöne Aussage ist, weswegen man sich das Iridium merken kann, dann weiß ich auch nicht. So, und jetzt fragen Sie sich bestimmt, ja Mai, was können wir denn tun, um die Jungs dabei zu unterstützen, damit das weitergeht, damit wir dort vielleicht auch noch ein bisschen schneller vorankommen. Ich bin in der OSB Alliance derjenige, der, also jetzt um Gottes Willen nicht technisch, ja, aber der zumindest von der Verwaltung her dort den Hut aufgesetzt bekommen hat. Hat jemand von Ihnen Hubschrauber bestellt? Der kommt gerade. Wir lassen den mal kurz vorbei. Ich bin ganz begeistert, dass keiner aufspringt und rausrennt und sagt, das ist meiner. ja, also was können Sie machen, um das Projekt zu unterstützen? Nutzen Sie den Iridium-Browser. Geben Sie Feedback, das sind wichtige Punkte. Rollen Sie den Iridium-Browser in Ihren Firmen aus. Ja, das ist noch wichtiger, weil damit setzen Sie auch für Ihre Angestellten, für Ihre Kollegen gewisse Zeichen. Wir haben auf iridiumbrowser.de eine kleine Liste mit Firmen, die den Iridium-Browser nutzen. Die Liste würden wir gern länger machen. Wenn Ihre Firma den Iridium-Browser nutzt, lassen Sie uns Ihr Logo dafür benutzen, damit wir sagen können, okay, die nutzen den Iridium-Browser. Sie können aktiv mitarbeiten. Das kann auch ich als Nicht-Techniker. Ich kann einfach testen. Ich kann einfach sagen, pass auf, also hier ist was, das geht gar nicht. Dann hört zwar meine Fähigkeit auch schon auf, aber immerhin, das ist etwas, was schon mal auf eine Wunde zeigt. Der Iridium-Browser ist ein Projekt der Open Source Business Alliance. Die Open Source Business Alliance ist halt ein Verein aus über 180 Open Source produzierenden oder Open Source nutzenden Firmen in Deutschland. Also eigentlich mehr oder weniger fast alles, was in Open Source halt aktiv ist in Deutschland, ist dort Mitglied. Sie können auch in diesem Verein Mitglied werden mit Ihrer Firma, um solche Projekte zu unterstützen. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Im schlimmsten Fall, aber wirklich nur im schlimmsten Fall, würden wir auch Spenden nehmen, aber muss nicht sein. Es gibt große Unternehmen, die das übrigens schon angekündigt haben. Also das ist etwas, wo wir stolz drauf sind, was wir hoffentlich auch finalisiert bekommen. Eine sehr große, namhafte deutsche Firma, auch die sich sagt, für uns ist das so wichtig, wir unterstützen euch damit. Also es ist nicht so aus der Welt, dass so etwas passiert. Und dann hat mein Kollege gerade dieses Freitagsmeeting angesprochen. Das Freitagsmeeting ist natürlich eine eher technische, organisatorische Veranstaltung, aber dort trifft man sich, wenn man aktiv an diesem Projekt sein möchte. Wenn jetzt jemand von Ihnen hier sitzt und sagt, jede Nacht baue ich meine Debian-Pakete und so wie Ubuntu den Chromium baut, das weiß ich sowieso aus dem Kopf, also ich erwähne das jetzt deswegen, weil wir da gerade noch ein gewisses Gap haben,
Und dann sind Sie herzlich willkommen, uns dabei zu unterstützen. Oder wenn Sie jetzt sagen, bei irgendeiner anderen Plattform kann ich etwas beitragen oder ich habe wirklich Lust zu verstehen, was dort passiert und dort auch zu helfen. Denn Sie verstehen ja, bei jedem Chromium-Release muss nachgearbeitet werden. Dann sind Sie auch recht herzlich in diesem Karl willkommen, als ein aktives Teil dieser Community. Denn das Ganze ist wirklich ein Community-Projekt. Auch wenn ich immer wieder heraushebe, dass das halt ein Projekt der Open Source Business Alliance ist. Wir haben es unter dieses Dach gestellt, damit wir wirklich eine verlässliche Basis haben. Denn der Iridium-Browser richtet sich auch an Firmen, an Unternehmen. Und die Unternehmen brauchen etwas, worauf sie sich verlassen können. Wir verkaufen keine Supportverträge darüber, wir verkaufen gar nichts darüber. Wir geben dem Ganzen nur ein Zuhause. Das ist das, was in dem Verein passiert. Alles andere ist rein Community. Und daran beschäftigt oder daran aktiv arbeiten, das sind zurzeit 4 oder 5 Firmen. Ich glaube, das Pling ist mein Kollege, der halt mir irgendwas sagen will. Ich gucke dann mal nach. Es sind so 4. Das bin nicht ich. Bist nicht du? Okay, gut. Ist aber nicht mein großer Bruder, ist einfach. Es ist ein Community-Projekt und jeder ist auch da zur Mitarbeit recht herzlich eingeladen. Ja, damit sind wir am Ende des Vortrages. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und ja, wir würden uns sehr freuen, von Ihnen auf der Mailingliste zu lesen, vielleicht wirklich mit Ihrer Frage. Auf iridiumbrowser.de ist das alles verlinkt. Und das Ganze dann halt auch diskutieren zu können, beziehungsweise Sie im Kreis der Anwender begrüßen zu dürfen. Danke.